In den 70er Jahren hatte das deutsche Volk die Möglichkeit, die Unterhaltungsserie Dr. Muffels Telebrause abzuschalten. Damals hat nicht jeder diese Chance wahrgenommen. Jenen und auch den nachwachsenden Generationen bietet der Hessische Rundfunk nun Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen. Also ich weiß nicht. Also das ist doch wohl das Letzte. Es war einmal ein Fernsehstudio. Das war von einer bösen Fee verzaubert worden. Und seitdem lagen alle Mitarbeiter in einem tiefen, tiefen Schlaf. Es gab nur einen Menschen, der sie von diesem Fluch erlösen konnte. Das aber war die Prinzessin Tausendschön. Was ist denn hier los? Ach so. Die Prinzessin Tausendschön. Was war denn los? Du hast das verbotene Wort ausgesprochen. Das verbotene Wort? Ja. Sag es nie wieder. Sag nie wieder Zusch. Ich soll nie wieder... Also, das soll ich nie wieder sagen. Nie wieder. Sonst fällst du erneut in einen 100-jährigen Schlaf. Vielen Dank, liebe Prinzessin. Also ja, guten Abend, liebe Zusch. Märchenhaft dieser Anfang, nicht? Ja, und genauso märchenhaft geht's auch weiter. Sie wissen ja, dass unser Kulturmagazin nicht mehr Syntax, Sensus und Symbiosen heißt, sondern auf Weisung einer höheren Instanz, die hier nicht genannt werden will, Kellerintendant, mit Unterhaltungs- und Show-Elementen verbessert worden ist. Also bei uns treten jetzt Sängerinnen, Tänzerinnen, Feuerschlucker, Zauberer und sonstige Schausteller auf, nicht? Fehlt nur noch, dass jetzt auch noch Werbung in dieser Sendung käme, was? Von mir aus. Hier in den Puddingpulverminen von Panama. Hier, wo das Puddingpulver in seiner reinsten und natürlichsten Form vorkommt. Hier wird es von einheimischen Puddingpulverschürfern wie vor Jahrmillionen von Hand abgebaut. Das Puddingpulver für Dr. Höckers Götterspeise. Und heute ist ein besonderer Freudentag für die fleißigen Indios. Sie erwarten den Besuch von Dr. Höckers Puddingpulverspezialisten. Nur das allerfeinste Pulver findet Gnade vor dem Gaumen unseres Pudding-Experten. Ja, nur Dr. Höckers Götterspeise enthält 100% naturbelassenes Panama-Puddingpulver. Nur Dr. Höckers Götterspeise hat ein Jahr Wackelgarantie. Und deshalb hat nur Dr. Höckers Götterspeise die höchste Auszeichnung errungen, die ein deutscher Pudding erhalten kann. Das deutsche Pudding-Siegel.
Dr. Höckers Götterspeise. Sein Siegel bürgt für Qualität. Von Pudding zu Pudding zu Pudding zu Pudding zu Pudding. Dr. Höcker Pudding. Nur echt mit dem Siegel. Und nun freue ich mich, einen ganz besonders lieben Gast in unserer Show begrüßen zu dürfen. Wer unser Bildungsmagazin kennt, der kennt auch ihn, den Hymniker Philemon Schöpfli aus der... Herzi. Jawohl, die Antwort ist richtig, Herr Schöpfli. Herr Schöpfli, Sie sind Hymniker. Was machen Sie da? Ich? Ja, Hymnen, also Loblieder. Jawohl, und das Loblied, das Herr Schöpfli heute vortragen will, gilt einem ganzen Berufsstand. Wie Sie alle wissen, verehrte Zuschauer, wird zurzeit weltweit die Woche der Humanmedizin begangen. Man feiert den Tag des unbekannten Oberarztes. Das Loblied unseres Hymnikers Schöpfli gilt also dem Ärztestand. Bitte, Herr Schöpfli. Ja. Lob des Ärztestandes. O du, der du da die Kranken heilst und ständig in Gedanken auf das Wohl der Menschheit sinnst, edler Ärztestand, du spinnst. Moment mal, Herr Schöpfli, wieso denn spinnst? Ja, wegen der harten Reimgesetze in der Bundesrepublik. Aber die Reimgesetze gelten doch nicht für Sie als Ausländer. Vielleicht versuchen Sie es noch mal, ja? Gerne. Liebe Zuschauer, vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum es bei uns so lustig ist. Weil wir die Sahnetorte haben. Nicht wahr, Herr Dummbarsch? Wie Sie wieder aussehen, Herr Schmierfink. Ja, es ist bewiesen, bei uns ist es lustig. Aber wie sieht es in anderen Breiten aus, zum Beispiel hier in Nordsibirien? Klappt wohl noch nicht so richtig mit dem Lustigsein. Was, Herr Dumnikow? Angefroren. Nochmal Glück gehabt. Was, Herr Waschlapski? Ja, hier ist es nicht so lustig. Aber auch hier im heißen Kuwait ist man redlich bemüht, Anschluss an das abendländische Heiterkeitsniveau zu erreichen. Gar nicht so einfach bei der Hitze. Wie, Ibe Saudum? Ja, einfach zu heiß hier. Da fließt das Zeug einfach weg. Na, schmeckt es wenigstens, Abu Ben Scheusal. Ja, auch hier ist es gar nicht so lustig, aber machen wir noch einen letzten Versuch. Konnten wenigstens die Australier mit der abendländischen Humorentwicklung Schritt halten? Ich fürchte nein. Nicht wahr, Sir Walter Rollmops? Das war ja wohl die traurigste Vorstellung, die uns je ein Erdteil geboten hat. Aber konnte man von den Australiern mehr erwarten? Einem Volk, dessen Erfindungsreichtum sich bereits mit der Erfindung des Bumerangs erschöpft zu haben scheint. Ja, Humor und Musik. Zwei Dinge, die seit jeher zusammengehören wie Musik und Humor. Und deshalb jetzt für Sie Musik. Volksmusik. Nur ganz wenige Menschen in unserer Zeit beherrschen sie noch, die Kunst beim Singen zu zittern. Und zu ihnen gehört Gustl Drittermann. Als dann, Gustl, auf geht's! Feierabend, das ist so ein schönes Wort. Das klingt viel holder als Raub oder Mord. Das hat viel mehr Wärme und sehr viel mehr Herz als Atombombenkrieg oder Magenschmerz. Das Wörtlein feiern. Wissen's, ich habe in meinem Leben viele Wörter kennengelernt. Prächtige, ausländische, unermesslich lange und seltsam schöne Wörter wie Hufschlag oder Orgasmusschwierigkeiten. Doch mein Lieblingswort, das ist und bleibt das kleine, bescheidene Wörtlein Feierabend. Das hat so einen herzigen Sinn, das klingt so viel heller
als Arbeitsbeginn, als Waden beim Bruch oder Steuerbescheid. Drum gibt's auch kein Wort, das mich inniger freut, wie das Wörtlein. Na, na, rat's das Wörtlein, das kleine Wörtlein. Nie kämmen's drauf, auf das goldige Wörtlein, das ich so lieb, das Wörtlein. Feierabend! Ja, richtig. Woher wissen's das? Na, Herr Schöpfli, wie weit sind Sie denn mit Ihrer Hymne? Fertig. Ah, das ist ja fertig. Alles klar. Also. Schön, bitte. Loblied auf die Ärzteschaft. Seht ihn an, den Doktor. Auf dem Bette hockt er, zwitschert einen und macht Krach, legt die Oberschwester flach. Aber Herr Schöpfli, das ist doch nur wirklich kein Loblied, hören Sie mal. Ja, aber natürlich, Wein, Weib und Gesang, alles lobenswerte Dinge. Sie sollen doch nicht die Weiber loben, Sie sollen die Ärzte loben, ist das klar, ja? Ja gut, ja, das kann ich Ihnen auch machen. Aber bitte Beeilung, ja? Ja, selbst eilen, selbst ja, eilen. Ich rufe inzwischen unseren Reporter Hansi Häusler in der Uhlandstraße. Hallo, Uhlandstraße. Hallo, Hansi Häusler. Ja, hier ist die Uhlandstraße und hier ist Hansi Häusler. Und wir zwei sind nicht zufällig hier. Was wissen die Menschen heute noch von Ludwig Uhland, dem großen deutschen Balladendichter? So lautet meine Frage. Hallo, gnädige Frau? Ja? Auf ein Wort. Sagt Ihnen der Name Ludwig Uhland etwas? Ludwig Uhland? Aber ja! Nachdem ist doch sogar eine Straße benannt worden, nicht? Aha, und welche? Na, da vorne, die Ludwigstraße. Tja, meine Mutter. Ein Wohl auf die Mutter. Prost, meine Herren. Prost. Prost. Sie, da sprechen Sie ein hohes Wort aus. Mutter, das ist etwas ganz Wunderbares. Mutterliebe. Was gibt es Schöneres auf der Welt als Mutterliebe? Heilig. Heilig ist sowas. Es gibt nichts Heiligeres und auch nichts Wunderbareres. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ein Mensch für andere Menschen so viel auf sich nimmt, so viel gibt. Sowas gibt's nur bei einer Mutter. Die müssen ein Herz haben, Sie, die Mütter. Ein Herz wie, wie... Ja, da fehlen einem die Worte. Ja, wie soll man das beschreiben? Meine Mutter. Ich sage nur, unübertroffen. Unübertroffen. Was die für uns Kinder alles gemacht hat. Aber das glaubt einem ja gar niemand. Die. Aber unsere erst. Das gibt's gar nicht, sowas. Das Essen. Vom Munde hat sich sich abgespart. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter je satt geworden wäre. Alles hat sie gegeben. Alles. Das ganze Geld. Meine Mutter. Nie hat sie was gehabt. Wie immer. Hm. Ich will ja nicht bestreiten, dass auch Sie gute Mütter hatten. Aber meine Mutter, herzensgut. In den ärmsten Lumpen ist sie rumgelaufen. Geopfert hat sie sich. Meine Mutter. Ich würde sagen, meine Mutter. Und ich meine. Prost auch. Prost. Ja, ja. Und wenn man bedenkt, wo sie jetzt ist, irgendwo in einem Altersheim. Darf gar nicht dran denken. Wissen Sie, wo dieser prächtige, herzensgute Mensch jetzt seine Tage verbringen muss? Im Obdachlosenasyl. Ach, würden Sie meine Freunde sein, und das Brot mir rüberreichen? Mit der meinen ist es noch schrecklicher.
Sie ist verschollen. Ein Engel von Frau verschollen. Weg. Niemand weiß, wo sie steckt. Es gibt keine Gerechtigkeit auf der Welt. Auf dem Thron. Auf dem Thron. Da gehört sie hin. Aber doch nicht ins Obdachlosenasyl. Oh ja. Ich denke oft an sie. Sehr oft sogar. Ja, ich habe sogar schon mal daran gedacht. Ich könnte ihr mal schreiben. Hab ja nicht mal die Adresse von der guten Frau. Nicht mal die. Ja, damals alles so schnell gegangen, wie wir sie weggebracht haben. Meine Mutter, die würde ja sogar selber, wenn sie könnte, also, da würde sie mir sogar selber schreiben, aber, sie kann ja nicht, ne? Die Gicht, das geht nicht mehr. Aber sie würde mir schreiben. Ja, das weiß ich ganz genau. Ach ja. Alles würde sie geben. Wenn sie nur was hätte. Aber sie hat ja nichts. Der herzensgute Mensch. Nix hat sie. Nein. Mit meiner Mutter, da bin ich gesegnet. In Mutterliebe sie, da übertrifft mich keiner. Wunderbar. Loblied auf die Ärzteschaft. Na, endlich. Ja. Das Ethos in der Ärzteschaft ist wunderbar und fabelhaft. Wenn sie den bösen Armbruch schient, dann schaut sie, dass sie Geld verdient. Klebt sie auf Wunden ihre Pflaster, dann denkt sie auch nur an den Zaster. Noch jeden, der ins Gras gebissen, hat sie von Kopf bis Fuß bis... Herr Schöffli, Loblied. Ein Loblied? Ja, ein Loblied. Ach so, ja, das haben wir sofort. Nein. Und umschalten bitte, umschalten. Paris. Überraschend präsentiert sich in diesem Jahr die neue Hutmode. Wieder einmal hat Pierre Jamais die interessantesten Kreationen vorzuweisen. Auffällig bei diesem Modell die extrem betonten Ohrschlitze. Exotisches klingt an. Ein Hauch von Ägypten, ein gewisser Pharao-Look bei diesem Modell. Während hier fernöstliche Einflüsse geschickt adaptiert werden. Keine Modediktatur also. Erlaubt ist, was gefällt. Und es gefällt mir. Herr Häusler? Ja? Es reicht. Verehrte Zuschauer, mir ist neulich etwas Seltsames passiert. Wie wohl die meisten Männer bin auch ich Schlipsträger. Und wie jeder Mann trage auch ich die Krawatte im klaren Bewusstsein um ihre modische und ihre tiefere Bedeutung. Doch neulich tritt auf der Straße ein Mann auf mich zu, fasst mich an eben diesen Schlips und beginnt mich auf das Unangenehmste zu beschimpfen. Sie Schwein, hat er zu mir gesagt. Sie elendes Ferkel. Entschuldigen Sie die Formulierungen, ich gebe nur wieder. Er hat mich einen Sexualprotz genannt, einen Perversen und ähnliches mehr. Ihr Schlips, hat er gerufen, läuft doch hier unten einwandfrei spitz zu. Was ich ihm natürlich bestätigen musste. Umso erboster hat er aber dann geschrien, und wo läuft diese Spitze hin? Sie pornografischer Dreckspatz, Sie Schamloser? Nun, ich habe mich des Mannes schließlich erwehren können, muss aber gestehen, dass es mir nicht gelungen ist, ihn von seinen irrigen Auffassungen abzubringen. Er hielt die Krawatte
tatsächlich für eine Art Hinweisschild, für einen Richtungsweiser auf die Genitalgegend des Mannes und war darüber zu Recht empört. Aber, meine Zuschauer, lassen wir uns nicht irre machen. Wir Schlipsträger tragen die Krawatte nicht als genitalen Verweis. Es kann keine Rede sein von verschleiertem Exhibitionismus. Vielmehr ist uns der Schlips, was er immer war: Symbol der Vergänglichkeit, Ausweis der Demut vor dem Tod. Die Krawatte, meine Zuschauer, zeigt nicht zum Hoden, sondern zum Boden. Hinab auf den Staub der Erde, aus dem wir kommen und zu dem wir werden. Nur wenn wir uns dies immer vor Augen halten, werden wir gefeit sein vor irrigen Interpretationen und schlechten Gedanken, wie sie dieser Mann hatte, den ich mir freilich nur ausgedacht habe, um einen kleinen Vortrag etwas anschaulicher zu machen. Guten Abend. So, und nun rufe ich unseren Reporter Hansi Häusler in Washington. Hallo, Hansi Häusler. Washington steht Kopf. Wie eine Bombe hat hier in der amerikanischen Bundeshauptstadt meine neue Frisur eingeschlagen. Während sich der Pressesprecher des Weißen Hauses noch in Schweigen hüllt, verlautet aus mir nahestehenden Kreisen, dass mich mein Mittelscheitel außerordentlich putzt. Eher kritisch dagegen beurteilt die amerikanische Öffentlichkeit meinen Backenbart, der, was Länge und Breite anbetrifft... Herr Häusler? Ja? Könnten Sie mal ein bisschen zur Seite gehen? Noch ein bisschen? Ja, noch ein bisschen. So schön. So ein großes Haus. Und so weiß. Wer da drin wohl wohnen mag. Schneewittchen? Ja, weiter im Programm. Wir erwarten einen Gast, der jeden Moment... Ah, da ist er ja schon. Hansi Häusler, unser rasender Reporter. Sie sind aber wirklich rasend schnell, Herr Häusler. Bitte nehmen Sie Platz. Danke sehr. Ein kleines Bierchen? Ja, gerne. Herr Häusler, Sie sprechen keine einzige Fremdsprache und sind unser meistbeschäftigter Auslandskorrespondent. Gibt es da nicht hin und wieder so Problemchen oder so?